Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie zu diesem kleinen, was gar nicht mal ganz so kleinen, kurzen Pressegespräch begrüßen. Wie Sie wissen, es hat auch eine Evaluierung gegeben des Hebammenzentrums. Vor 2 Monaten ist das Ergebnis dieser Evaluierung noch nicht vorgelegen. Deswegen haben wir gesagt, sobald dieses Papier vorliegt, werden wir einander in Kreuzberg am Standort des Hebammenzentrums treffen. Hofrat Gauck ist gemeinsam mit mir eben heute hierher gekommen. Wir sind jetzt übereingekommen, also ich habe den Vorschlag unterbreitet, dass wir einmal jedenfalls für 2016 eine Fortsetzung des Projekts Hebammenzentrums hier in Kreuzberg haben werden. Dadurch, dass wir aber die seinerzeitige Zeit, die bis Ende 2015 ist, nun einmal um ein Jahr bis 2016 verlängern, glaube ich, dass das jedenfalls eine gute Botschaft ist. Die möglicherweise noch bessere Botschaft ist die, dass die Vorschläge der Damen, die mit viel Einsatz das Hebammenzentrum tragen, wenn man so will, die Vorschläge, dass man die Öffnungszeiten verbessert auf 5 Tage in der Woche, dass wir dem insofern entgegenkommen, dass wir entlang des Vorschlages die Subvention oder die Förderung durch den Gesundheitsfonds auf die gewünschte Höhe von nunmehr 145.000 Euro per anno erhöhen. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr positives Ergebnis für uns und wir sind wirklich sehr dankbar, damit wir jetzt wirklich die Qualität und also die Leistungen, die wir für die Vertrauen erbringen, da wirklich jetzt mehr Zeit haben. Sehr erfreut darüber. Ganz erfreut, weil ich komme jeden Tag mit den Wärtern und Müttern zusammen auf dem Gebäude, die da wirklich einen sehr guten Ansprechpartner, einen Stützpunkt haben praktisch. Und die sind sehr glücklich, dass sie das selber im Zentrum haben. Und natürlich, wir haben uns immer eingesetzt für Erweiterungen der Stunden, was jetzt von Herrn Landesrat Drexler zugesichert worden ist. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bei ihm bedanken auch, dass das gemacht wird in Zukunft. Und ich freue mich wirklich. Herr Landesrat Drexler, in Kreuzberg scheint die Sonne und sie lacht. Und sie hat wirklich Grund dazu, oder? Ja, also Gott sei Dank haben wir heute so ein schönes Wetter. Nein, es ist gelungen, in Gesprächen mit den Hebammen des Hebammenzentrums auf Basis einer Evaluierung dieses Projekts 2 Dinge heute hier vorzuschlagen. Erstens, das Hebammenzentrum ist nicht nur für 2015, sondern auch für 2016 gesichert. Das heißt, es bleibt dieses Projekt bestehen und wir können die Förderung für dieses Hebammenzentrum dergestalt erhöhen, dass es den engagierten Damen nun möglich sein wird, 5 Tage in der Woche zu öffnen. Und ich denke, das ist eine gute Nachricht für das sonnige Kreuzberg, vor allem aber für die schwangeren Frauen in dieser Region. Die ÖVP Kreuzberg war federführend bei der Inbetriebnahme des Hebammenzentrums. Es sind dann ein paar Fragen aufgetaucht, kann das Zentrum weiter bestehen bleiben? Und heute haben wir die frohe Botschaft bekommen aus Graz. Was sagt der Walter Keich dazu? Ja, ich freue mich natürlich ganz besonders. Ich muss ehrlich sagen, mein Herz ist aufgegangen, dass die werdenden Mütter da wirklich die Ansprechpartner, die was sie haben jetzt, dass die noch erweiterte Stunden kriegen, dass sie wirklich gut betreut werden. Wenn ich ein Gespräch habe mit seiner, die fühlen sich so wohl bei diesen 4 Frauen, die da sind. Ich muss ehrlich sagen, ganz gigantisch. Wir haben uns natürlich voll eingesetzt bei der Installierung, unterstützend geholfen von der ÖVP aus. Und dann haben wir uns eingesetzt beim Landesrat Drexler dafür, dass die Stunden erweitert werden, ausgebaut werden. Und er war halt da praktisch und hat die frohe Botschaft gebracht. Ich möchte mich recht herzlich bei ihm bedanken, beim Landesrat, weil ohne ihn wäre es nicht gegangen. Und es freut mich wirklich von ganzem Herzen. Ich glaube, der Stein oder Felsen, der euch vom Herzen gefallen ist, gerade vorher, den hat mir ganz Kreuzberg gehört. Was ist passiert? Ja, der Herr Landesrat war da, hat uns besucht und wir haben heute einen Termin gehabt zur Präsentation unseres Evaluationsergebnisses, wo ja wir auch schon sehr neugierig waren. Wir waren auf alles eigentlich vorbereitet, aber nicht, ja, wir sind sehr, sehr froh, dass es sehr, sehr positiv ausgegangen ist. Erstens die Evaluation und auch von Seiten des Gesundheitsfonds und von der Politik unsere Leistung anerkannt worden ist und wir jetzt 5 Öffnungstage auch anbieten können den Frauen ab April. Hoffen wir, dass das ein neuer Vertrag sozusagen steht und dass das funktioniert. Was wird sie mit dem größeren Kontingent an Stunden jetzt machen? Wird es mehr Öffnungstage geben oder ist das geplant? Ja, natürlich werden wir
öfter offen haben, also nicht nur die 3 Tage von 9 bis 12 Uhr, sondern wahrscheinlich eben auch Dienstag und Donnerstag ab Vormittag, Nachmittag, da müssen wir uns erst selber überlegen, wir haben es gerade erst gehört und ja, müssen erst selber darüber nachdenken, wie wir das jetzt genau realisieren und was wir genau machen werden damit. Mutter-Kind-Passgespräch, was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, das gesetzlich ist seit November letzten Jahres, seit 2014, sind jetzt, haben die Frauen den Anspruch auf Mutter-Kind-Pass-Beratungsgespräche durch eine Hebamme von der 18. bis 22. Woche, die wir jetzt auch anbieten können und im Rahmen auch eben vom Gesundheitsfonds finanziert. Die Gespräche sind sowieso kostenlos für die Damen und werden auch jetzt schon sehr gut angenommen und jetzt können wir da weiterarbeiten. So, die Damen haben die Arbeit jetzt quasi hinter sich oder die frohe Botschaft empfangen. Ich glaube, jetzt gehen sie feiern, oder? Ja, jetzt essen wir die Brötchen, die wir besorgt haben und trinken wahrscheinlich einen guten Kaffee dazu und dann vielleicht auch mit einem Sekt anstoßen, schauen wir. Und dann werden wir uns direkt in die Arbeit stürzen und schauen, wie wir das alles umorganisieren können. Dankeschön und alles Gute noch, gell? Danke.